Skylar ist ein Vampir. Sie kann die Erde kontrollieren. Seht euch diesen unglaublichen Trick an. Oh, sieht so aus, als wären ihre elementaren Freunde auch hier. Hey Mädels, ich habe eine Blume wachsen lassen. Oh, die muss aber ganz schön durstig sein. Oh, danke. Warte, wir haben einen Eindringling hier. Oh nein, meine arme Blume. Nimm das, du. Hey, ich wollte nur Hi sagen. Es ist uns egal, was Loser zu sagen haben. Leg dich lieber nicht mit uns an. Ja, stimmt, du Loser. Ich sag dir, es gibt nichts Schlimmeres als Knoblauchsoße. Es gibt heute eine neue Schülerin in unserer Klasse. Lasst uns dafür sorgen, dass Brenda sich willkommen fühlt, okay? Setz dich neben Skylar. Ja, mach's dir bequem. Ah, ist das Efeu? Was fällt dir ein, mich so reinzulegen? Oh, du möchtest antworten? Na dann, fang an. Na gut. Zeig uns doch mal, wie man ein Opfer richtig beißt. Okay, in den Arm? Nein, das ist so ein Anfängerfehler. Irgendwo auf dem Kopf? Ich schwöre, ich habe davon gelesen. Oh, ich weiß. Hast du das gesehen? Sieh dir nur ihre Haare an. Hey, hör auf, dich mit mir anzulegen. Was willst du denn machen? Oh, ich kann dich nicht leiden. Oh oh, hab ich das getan? Dieses Verhalten geht gar nicht. Du bekommst heute eine 6. Brindas erster Schultag war ein totaler Reinfall. Morgen werden alle dafür bezahlen. Naja, was soll's. Nach einem Nickerchen wird es mir besser gehen. In der Zwischenzeit hat unser Wasservampir Annie einen Wellness-Tag vor sich. Okay. Ich werde diese blutige Badebombe benutzen. Okay. Perfekt. Oh, das fühlt sich toll an. Jetzt kann ich mich entspannen und meinen Lieblingscocktail genießen. Skylar kümmert sich in ihrer Freizeit um ihren Garten. Ich hole die blutigen Bohnen raus. Die sind eine tolle Zimmerpflanze. Beeil dich und werde groß und stark. Wow, das ging aber schnell. Seht nur, wie groß diese Früchte sind. Ich werde sie mal probieren. Oh, das ist ja... Das ist einfach unglaublich. Alle werden neidisch auf meinen Garten sein. Kim lässt es ruhig angehen. Sie wird den Abend damit verbringen, ihren Lieblingsfilm noch einmal zu schauen. Oh, das ist so romantisch. Warum kann ich nicht haben, was sie haben? Hey, so geht das nicht. Das Wetter zu kontrollieren ist in solchen Momenten sehr nützlich. Das ist schon besser. Ich werde weiter gucken. Passt auf, es gibt einen neuen Vampir an unserer Schule. Er wurde sofort zum Schwarm aller Mädchen. Aber es sieht so aus, als ob Brenda die Erste ist, die es zugibt. Oh, tut mir so leid. Manchmal muss man sich eben ein bisschen mehr anstrengen, um eine Romanze in Gang zu bringen. Aber es hat sich gelohnt. Das sieht nach Liebe auf den ersten Blick aus. Ah, heiß, zu heiß. Warte, ich werde dir helfen. Ah, was hast du getan? Ups, sorry. Ich hab's wohl übertrieben. Ah, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt bin ich ganz nass. Sorry. Ich bin nicht sauer. Echt? Freut mich, das zu hören. Seht euch das an. Man kann die Funken zwischen den beiden sehen. Fast. Buchstäblich. Hilfe! Oh, tut mir so leid. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Sind das falsche Reißzähne? Bist du ein falscher Vampir? Das ist doch nicht so schlimm, oder? Du steckst in großen Schwierigkeiten. Es ist Zeit für einen kleinen Snack. Ich hab dein Mittagessen. Hey, gib es zurück. Hol es dir doch. Warum passiert mir das immer wieder? Oh, war das lecker. Mach's gut, Loser. Oh, hi. Wir haben nach dir gesucht. Ah!
das tut weh. Oh, warte, ich helfe dir. Danke. Oh nein, was für ein unglücklicher Unfall. Und jetzt sag Hi zu meinem kleinen Haustier. Schnapp ihn dir. Das wird dir eine Lehre sein, unsere Freunde zu ärgern. Hilfe, helft mir doch. Danke für deine Hilfe. Ach, kein Problem. Beste Freundinnen für immer. Hey, Skylar, mach auf. Oh, lass mich in Ruhe. Hey, was ist denn los? Oh, es ist offen. Skylar, bist du da? Seltsam. Oh, was ist denn mit dir los? Hey, ich rede mit dir. Was versteckst du da? Ich verstecke diese hässlichen Pickel. Oh, ich weiß genau, wie du sie loswerden kannst. Und wie? Das wirst du schon sehen. Oh nein, nicht die Sonne. Es hat wirklich funktioniert. Ich hab's dir doch gesagt. Oh, Annie, du bist die Beste. Ah, das war ein schönes Nickerchen. Überraschung. Alles Gute, Kim. Lass uns die Kerzen anzünden. Beeil dich und wünsch dir was. 16? Sag mir nicht, dass du das vergessen hast. Ups, natürlich nicht. Wir meinten 116. Ein Hoch auf meine süßen 116. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, abgefahren. Das kleine Pikachu ist so süß. Ich habe dir diese Blitzohrringe gekauft. Oh, danke. Hier ist mein Geschenk. Ich bin so traurig, ihn gehen zu lassen. Und jetzt lasst uns feiern. Yeah! Oh nein, mein armes kleines Pikachu. Nein, nein, meine nagelneuen Ohrringe sind ruiniert. Oh, Skylar. Ups, wir sehen uns später. Die Cafeteria der Vampirschule hat eine riesige Auswahl. Und etwas zum Nachtisch. Ach, nein. Hey, wo ist denn das ganze Essen hin? Annie, du kannst nicht einfach das ganze Essen nehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Nerd essen muss. Nein, nein, nein. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Mach's dir bequem. Und jetzt guten Appetit für mich. Ach, diese Pickel sind so eklig. Na gut, dann fange ich eben hier an. Deine Hände sind so dreckig. Ach, so ein Pech aber auch. Puh, ich bin total voll. Oh, ein Blutsandkuchen. Mein Lieblingskuchen. Hey, das war meiner. Was? Das gibt's doch nicht. Das ist gemein. Oh, schön. Ein anderes Mal, denke ich. Skylar, mach auf. Ich habe keine Zeit für sowas. Ah! Du musst ziehen. Ja, das wusste ich doch. Dann sehen wir mal, wo sie sich versteckt. Hey! Ah, verstehe. Aufwachen! Du kommst zu spät zum Unterricht. Ups, ist alles in Ordnung? Ja, klar. Mach dir keine Sorgen. Oh, ich habe eine unglaubliche Idee. Was für ein wahnsinniger Morgen. Sieh an, Skylar ist auch mal wieder da. Das geht jetzt wirklich zu weit. Ich konfisziere deine Reißzähne. Aber ich habe doch gar nichts getan. Oh nein, ich bin wieder ein normaler Mensch. Du fliegst hiermit von der Vampirschule. Diesmal haben wir es wirklich übertrieben. Hey, der Hotdog gehört mir. Ich glaube, das ist der Abschied. Skylar macht gerade Mittagspause. Warte, was ist da drüben los? Oh nein, ein Dieb! Die Tasche gehört mir! Ich muss etwas unternehmen. Skylar wird dieses Problem mit ihrem Hotdog in den Griff bekommen. Jetzt gib die Handtasche her! Hey, warte! Die ist für dich! Oh, danke! Ich gebe dir eine Belohnung. Ist das... für mich? Ein Ticket für die mega reiche Schule. Können meine Träume wirklich wahr werden?
Yeah! Oh. Heute ist mein erster Tag an der Millionärsschule. Ich werde nachsehen, ob ich meine Schulbücher habe. Ich packe sie in diesen süßen Rucksack. Oh, und dann gibt es noch eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Perfekt! Okay, es ist Zeit zu gehen. Ich werde heute so hart lernen. Der erste Tag wird super werden. Diese Schule ist so reich, dass man es kaum glauben kann. So schön. Oh, du bist im Weg. Weg da. Hey, behandelt man so eine Lady? Irgendwas stimmt hier nicht. Riecht es hier nach einer armen Person? Hier sind keine armen Menschen erlaubt. Oh, hey, lass mich los. Ich habe ein Ticket. Hier, siehst du? Oh, ups. Klar, natürlich. Komm rein. Na also, danke. Wow, der Mülleimer-Look gefällt mir. Aber das ist doch nur mein Rucksack. Ich hoffe nur, dass wir uns bei ihr keine Krankheiten einfangen. VIPs bekommen in dieser Schule besondere Schließfächer. Netzhaut-Scan. Bestätigt. Wir brauchen unsere Luxushandtaschen. Wow, goldene Schließfächer. Aber wie funktionieren die? Oh, verstehe. Ich muss hier reinschauen. Komm schon, geh auf. Oh, das ist fies. Aber so leicht gibt Skylar nicht auf. Ich werde dich so oder so öffnen. Oh, nur noch ein bisschen. Hey, was machst du da? Brauchst du Hilfe? Bist du in Ordnung? Nein. Weg da. Ich lande gleich. Puh, mir geht's gut. Keine Sorge. Ich habe mich nicht verletzt. Das werde ich jedem erzählen. Ja, echt lustig. Sagt Hallo. Das ist Skylar, unsere neue Schülerin. Setz dich. Darf ich mich hier hinsetzen? Nein, kannst du nicht. Dieser Platz ist für meine Handtasche reserviert. Hi, ist dieser Platz noch frei? Nein. Puh, jetzt sind wir sie erstmal los. Wo soll sie denn jetzt noch hin? Oh, sieht so aus, als hätte Skylar doch noch einen Platz für sich gefunden. Ich muss nur diese Spinnenweben loswerden. Oh, und dieser Platz muss verschönert werden. Schon besser. Wow, das ist ziemlich schick. Echt stylisch. Danke. Freut mich, dass es dir gefällt. Oh, Tyler, wo warst du? Komm her und halte dich von ihr fern. Hörst du? Was hast du am Wochenende vor, Tyler? Die Cafeteria ist heute wirklich überfüllt. Es gibt nicht einen einzigen freien Platz. Da bist du ja. Du kannst hier sitzen. Siehst du? Ich habe einen Platz reserviert. Oh, danke, Tyler. Alle sind so nett zu mir. Diese Cafeteria hat ihren eigenen Kellner. Wow. Austern zum Frühstück? Das nenne ich mal erstklassigen Service. Probier mal, Skylar. Du wirst es lieben. Danke. Kann man das wirklich essen? Von diesen Luxusmahlzeiten bekommt sie jetzt schon Verdauungsstörungen. Ich muss das komische Zeug loswerden. Ja, na klar. Ich habe eine Idee. Ich bin satt. Das war sehr lecker. Oh, warte. Ich muss da rangehen. Was ist das denn? Das warst du. Hey, wo ist sie denn? Ich kann es nicht glauben. Ach, komm schon, Kim. Das war doch so lustig. Chemie ist so ein spannendes Fach. Heute lernen wir megareiche Alchemie. Also gut, pass gut auf. Wir mischen das hier und mischen dann. Dann fügen wir diesen Ring hinzu. Danach kommt es zu einer Reaktion. Und wir erhalten das. Jetzt könnt ihr es selbst ausprobieren. Fangt an. Mach dir keine Sorgen, Tyler. Ich weiß, wie das geht. Vergiss nicht das Geld. Ich bin fast fertig. Es hat geklappt. Wow. Wahnsinn. Die stehen noch nicht einmal zum Verkauf. Wow, so cool. Hey, Hände weg. Aber ich will doch nur... Tut mir leid. Aber du brauchst Geld dafür. Und du hast ja keins. Gut, das werden wir ja sehen. Okay, das könnte ich gebrauchen. Und das.
Oh, und das hier auch. In meinem Rucksack sind so viele nützliche Sachen. Was machst du das, Skylar? Bleib stehen. Ups. Ist alles in Ordnung? Nein, nein, nein. Hier, nimm ein paar Süßigkeiten. Schüler, es ist Zeit für einen Test. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Hier, Skylar, das ist für dich. Hey, vorsichtig. Fang an. Bei den Tests zu schummeln ist eine hohe Kunst. Du musst so tun, als ob du wirklich etwas weißt. Wie auch immer, ich kann auch schummeln. Oh, schon wieder? Oh, na, wartet. Hab dich. Ups. Smartphones auf den Tisch. Sofort. Du auch, Skylar. Oh, was ist das denn? Du kannst es behalten. Danke, Miss Lizzie. Alles klar. Die Luft ist rein. Holt die Spickzettel raus. Psst. Skylar, lass mich abschreiben. Ich will auch. Klar, aber seid vorsichtig. Das Cheerleading-Training ist so aufregend. Kim ist echt super. Aber Skylar gibt auch ihr Bestes. Sie hat aber keine Pompons. Sieh dir das an, Abby. Papier-Pompons? Ich bin gut vorbereitet. Kann ich bei den Cheerleadern mitmachen? Vergiss es. Ups, ich stecke fest. Du bist so ein Loser. Such dir eine arme Schule. Das hättet ihr wohl gerne. Ich bleibe hier. Oh, wie gefällt dir das? Jetzt hast du ein paar wirklich süße Pompons. Gut, ich bin bereit. Schaut euch diesen Tanz an. Oh nein, keine Bienen. Sie wird so eine Lachnummer sein. Das gibt's doch nicht. Sieh dir die vielen Likes an. Dieser Lifehack ist super beliebt. Abby, wir müssen das auch tun. Bist du bereit? Na dann los. Hilfe. Hey, Abby. Was schaut sich Tyler an? Das ist verdächtig. Oh, sieht so aus, als wäre Tyler verliebt. Oh. Sie ist so süß. Wow. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Du siehst heute super aus, Skylar. Das ist für dich. Oh, das ist so süß. Für sie? Wie kann er es wagen? Ich habe eine Überraschung für dich. Das wird der beste Abend deines Lebens. Ein echtes Luxusrestaurant. Danke, Tyler. Aber jemand beobachtet die tote Tauben. Sie werden dafür sorgen, dass dieser Abend unvergesslich wird. Oh, ich kann nichts sehen. Wir müssen näher ran. Guten Appetit, Tyler. Aber glaub ja nicht, dass du sie küssen darfst. Ich werde mich rächen. Oh ja. Tyler, ich habe alles ausgetrunken. Hier, Skylar, für dich tue ich alles. Also gut, Kim. Ich fange an. Du kannst dich auf mich verlassen. Puh, das war lecker. Hast du das gesehen? Ich schätze, ich sehe nur Dinge. Also, Skylar, würdest du mit mir tanzen? Klar. Auf keinen Fall. Der Tanz ist gestrichen. Ich fange dich auf, Tyler. Was für ein perfekter Moment für einen romantischen Kuss. Und ein perfekter Zeitpunkt für Kim, nach Hause zu gehen. Heute ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schule. Wir helfen armen Kätzchen in Not. Das wird sicher eine Menge Geld einbringen. Oh, wir haben heute einen ungebetenen Gast. Die Leute hier sind ganz verrückt nach Kätzchen. Oh, hey, ich bin doch nur ein kleines Kätzchen. Miau, wo willst du denn hin? Ein Glück ist Skylar in der Nähe. Sie hilft jedem. Hey, wie wär's mit heißer Schokolade? Hier. What? Für mich? Du bist so nett. Warte, geh nicht weg. Okay, hier bin ich. Wow, was für eine Verwandlung. Und hier, das ist für dich. Für deine Freundlichkeit. Wow, 1 Million? Jetzt wird keiner mehr über mich lachen. Vor langer Zeit gab es 2 magische Mädchen.
Phönix hatte die Macht über Feuer. Und Kristall konnte Licht und Eis kontrollieren. Feuer und Eis hatten sich ständig gestritten. Wow. Oh oh, was ist denn hier los? Wow, sie sind wirklich echt. Wie bin ich hierher gekommen? Ich rufe ein Eisportal. Was ist los? Wo bin ich? Was? Ich beschwöre die Macht des Feuers. Sie sind so cool. Das hier ist nicht das Königreich der Zaubertränke. Ich glaube, mein GPS ist kaputt. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Hä? Du bist auch hier? Oh, na toll. Wo soll ich das aufhängen? Oh. Oh, er ist so toll. Dieser Ort ist doch nicht so übel. Ich frag mich, wer wohl die neue Schulkönigin wird und Tylers Herz gewinnt. Ich natürlich. Auf keinen Fall, ich. Bitte, und viel Glück. Geh weg. Wow, das ist meine Chance. Du solltest lieber schnell verschwinden. Er wird mir gehören. Träum weiter. Ich werde seine Königin sein. Das werden wir ja sehen. Du wirst verlieren. Du wirst schon sehen. Au, mein armer Hals. Hä? Diese Liste ist wirklich kurz. Puh, ich bin wieder zu Hause. Zeit, meine Treffsicherheit zu üben. Ich werde Kristall zeigen, wo es lang geht. Au! Ich werde es dir zeigen, du Federhirn. Es wird Zeit, dass du dich ein bisschen entspannst. Nimm das! Es lebe die Königin Phönix! Ich werde gewinnen! Eine echte Schönheitskönigin muss umwerfend sein. Und nichts ist glänzender als eine Phönixfeder. Ein einziger Strich und schon bin ich einen Schritt weiter. Inzwischen arbeitet auch Kristall hart. Ich muss heller strahlen als der wertvollste Edelstein. Oh, wie schön. Warum schicke ich nicht einen kleinen Brief an meine Rivalin? Was? Verschwinde, Kristall. Ich habe eine Nachricht für dich. Hier, fang! Was fällt dir ein? Was? Die Krone wird mir gehören? Das hättest du wohl gerne. Das wird nicht passieren. Wow! Hey, seht euch das an! Seht mal, ein Phönixhuhn! Was soll das denn? Ach nichts, das ist nur dein Porträt. Alle werden über dich lachen. Haha, sieh dir diese Hühnerflügel an. Hört auf zu lachen. Das ist nicht lustig. Doch, ist es. Du bist live. Was ist denn hier los? Das ist ein witziger Prank. Halt. Nein, alles nur nicht das. Mein eigener Schwarm hat mich ausgelacht. Ich schäme mich so. Betty, kannst du das glauben? Ha, das habe ich super gemacht. Sorry, Phönix, aber du bist einfach nicht dazu geeignet, meine Rivalin zu sein. Bye, Loser. Hier, du kannst erstmal da drin bleiben. Perfekt. Oh, ups, das ist doch nicht perfekt. Wusstest du nicht, dass Phönixe aus der Asche auferstehen? Ich hab's vermasselt. Du entkommst mir nicht. Wer wird denn nun meine neue Königin sein? Ich! Ich! Wir erklären den Tanzwettbewerb für eröffnet. Die nerdige kleine Skylar gibt ihr Bestes. Au, das tut weh. Ich fang dich auf. Oh Mann. Aber ich habe es so sehr versucht. Zeit für die anderen Kandidaten. Tanz mit mir. Nein, tanz mit mir. Misch dich nicht ein, Vogelhirn. So hell. Ja, nimm dir eine Auszeit. Also gut, lass uns tanzen. Hilfe! Dreh dich einfach eine Weile, okay? Hey, ich bin hier. Brauchst du einen Eimer? Was war das? Ich werde dir jetzt einen echten Tanz zeigen. Müssen wir das tun? Mach dir keine Sorgen. Ich übernehme die Führung. Oh ja,
Und los! Ups, sorry. Was hast du getan? Oh, wir müssen das mit einem Tanzwettbewerb klären. Oh ja, es ist Zeit, dass Feuer und Eis noch einmal gegeneinander antreten. Ich werde dich auf jeden Fall schlagen. Ups. Oh, armer Tyler. Das war deine Schuld. Nein, deine. Oh, ich hasse dich. Es wird Zeit, meine Gefühle zuzugeben. Na, na, na. Was haben wir denn da? Ich glaub's nicht. Ein Liebesbrief. Wer ist da? Ach, wie schade, dass Tyler es nie erfahren wird. Du hättest dir ein schöneres Foto aussuchen können. Ich werde sein Herz erobern. Ich werde eine kleine Feder als Erinnerung an mich hinzufügen. Perfekt! Hey, was ist denn das für ein Rauch? Ah, mein Spind! Oh oh, sieht so aus, als hätte Phoenix es mal wieder übertrieben. Oh, das brauche ich! Der Täter hat einen Hinweis hinterlassen. Wer hat das getan? Warst du das, Phoenix? Das wollte ich nicht. Warte, ich kann das erklären. Was ist denn hier los? Ist das alles, was von meinem Brief übrig ist? Kristall, ich habe deinen Brief bekommen. Hier, das ist für dich. Oh, sorry, Dennis, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Oh. Die Schulcafeteria ist der perfekte Ort, um mit meinem Schwarm zu reden. Hi, Tyler, wie geht's dir? Was? Sorry, aber das ist mein Tisch. Oh, Tyler. Ich wusste gar nicht, dass du auch Hotdogs magst. Oh, ich werde dir eine Lektion erteilen. Ich werde dein Eis ein bisschen aufpeppen. Die Hotdogs in dieser Cafeteria sind die besten. Ah, mein Mund. Ist das scharf? Ich brauch Milch. Schnell. Au, mein Gesicht. Ah, meine Augenbrauen. Das hast du davon, wenn du mit Kristall abhängst. Aber ich werde dir helfen. Halt still. Los. Oh, du bist noch süßer als vorher. Oh, ich sehe schrecklich aus. Und ihr seid schuld. Du hast alles kaputt gemacht. Nein, du. Nach all der Anstrengung ist es Zeit für eine Dusche. Oh, du bist auch hier? Wie auch immer, Vogelhirn. Direkt nach Phoenix duschen? Schlechte Idee. Sieht so aus, als würde unser Vögelchen Federn verlieren. Ah, ist das eklig. Ah, ich fühle mich schon viel besser. Hey, warum lächelst du denn so? Warte, wo ist mein Kleid? Suchst du das? Nein, bitte, tu das nicht. Ups. Was für ein schrecklicher Unfall. Aber das war mein Lieblingskleid. Ich weiß. Du dummer Vogel. Weißt du nicht, dass ich mein Zauberkristall dabei habe? Komm schon, versag jetzt nicht. Ah, ich bin wirklich böse. Hä? Was ist das? Wo kommt dieses Leuchten her? Wow, dieses Outfit ist noch besser als das, das ich hatte. Oh, warte nur. Ich werde es dir zeigen. Pass auf, ein tolles Fotoshooting findet statt. Super, ja, sehr gut. Ich glaube, ich sollte den Kaffee weglassen. Hey, jetzt bin ich dran. Okay, gut, ich bin bereit. Ja, okay, es kann losgehen. Sieh nur, wie sie strahlt. Wow, hier ist etwas Geheimnisvolles im Gange. Ich verstehe das nicht. Ja, ich finde, das sieht ziemlich realistisch aus. Also, wer wird gewinnen? Phoenix oder Kristall? Zeit, die Stimmen zu zählen. Stimmt für mich. Nein, stimmt für mich. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Unsere erste Teilnehmerin ist Skylar. Gleich nach ihr kommt der glühend heiße Phoenix. Hi. Und jetzt kommt Kristall. Wer wird gewinnen? Das werden wir in einer Minute rausfinden. Phoenix ist siegessicher. Oh ja, die Krone gehört mir.
Nein, das kann nicht sein. Oh, ja, ja, ja. Aber so leicht gibt Kristall nicht auf. Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, Kristall, du bist die Beste. Hey, wach auf. Und die Krone der Königin geht ja an. Oh, komm schon. Na los. Skylar! Ja! Ich wusste es, ich wusste es. Wie kann das sein? Ich... Was? Warum? Ihr, meine Königin, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und ihr, Ladies, seid nicht enttäuscht. Nimm das! Oh, ich bin mit Skylar viel besser dran als mit solchen Mädchen.